Das Darmstadium bietet mit seinen architektonischen Reizen und seiner ressourcenschonenden Nachhaltigkeit eine optimale Kulisse. Für unsere Veranstaltungen und Events genau der richtige Rahmen. Am 9. Dezember 2011 präsentierte der Europäische Wirtschaftsverlag die crossmedialen Standort-Marketing-Kampagnen über die Wissenschaftsstadt Darmstadt und das Bundesland Hessen. Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium, benannt nach einem künstlich erzeugten chemischen Element, bildete die imposante Kulisse für das Medienereignis. Zahlreiche Prominente und mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft und Politik nahmen an der Abendveranstaltung teil. Durch das Programm führte charmant und informativ die TV-Moderatorin Nathalie Brandt. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Darmstadtium, Lars Wöhler, ging Gastgeber Christian Kirk in seiner Eröffnungsrede auf das Zusammenspiel der Medien Print, Film und Internet bei den Projekten ein. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Nur durch die Unternehmen können wir diese Projekte auch so umsetzen. Die finanzieren die nämlich. Das Land Hessen und auch die Stadt Darmstadt genießt und profitiert davon, muss aber selber für unsere Medienprojekte kein Geld in die Hand nehmen. Und das, meine Damen und Herren, ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr großer Ritterschlag von den Unternehmen für die Stadt Darmstadt und für das Land Hessen. Oberbürgermeister Jochen Patsch schilderte anschaulich die Standortvorteile Darmstadts und die Sonderstellung als Wissenschaftshochburg der Metropolregion Rhein-Main. Wenn es uns gelingt, die vorhandenen Cluster und die vorhandenen Potenziale mit der Vision einer Green City zu verknüpfen, dann wird Darmstadt eine herausragende Rolle in der Zukunft spielen. Dann werden wir das, was wir heute schon sind, nämlich der Think Tank der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, in Zukunft noch viel mehr sein als heute. Die Qualität einer Wirtschaftsregion wird wesentlich durch den Aspekt Sicherheit bestimmt. Aus berufenem Munde konnten die Zuschauer hier Positives vernehmen. Wie einem Bericht des Fokus vor wenigen Wochen zu entnehmen war, ist die Wissenschaftsstadt Darmstadt im Vergleich der hessischen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern zwischenzeitlich die sicherste Stadt in Hessen. Nach so viel verbalem Lob konnte der Film über die Wissenschaftsstadt und Jugendstil-Hochburg mit bewegten Bildern den überzeugenden Beweis für die Standortqualitäten antreten. Der zweite Teil der Präsentation bewies nachdrücklich, dass Hessen als Wirtschaftsstandort ebenso gut aufgestellt ist. Ein neues Highlight ist das Square, die imposante Überbauung des ICE-Bahnhofs am Frankfurter Flughafen. Der Geschäftsführer Jens Dörri stellte die Nutzungsmöglichkeiten der Superimmobilie vor. Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer ging in seiner Rede ausführlich auf die Standortvorteile des Bundeslandes Hessen ein. Er lobte die erfolgreiche Umsetzung der beiden Medienprojekte. Die Mediengruppe Kirk ist natürlich ihrerseits selbst auch ein Aushängeschild für Darmstadt und für die Region mittlerweile geworden. Und häufig ist es ja so, dass Finanzminister immer gerne eingeladen werden zu Veranstaltungen, damit er Geld mitbringt. Und das ist hier eben nicht der Fall gewesen, sondern es ist eine private Initiative, privat getragen, privat finanziert und trotzdem eine glänzende Präsentation unseres Bundeslandes, der Stadt Darmstadt. Und ich glaube, das ist beispielgebend. Es zeigt, private Initiative und öffentliches Interesse schließen sich nicht nur nicht aus, sondern ergänzen sich häufig sehr gut. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung folgte mit der Erstaufführung des Films über den Wirtschaftsstandort Hessen. Das Echo der Gäste war durchweg positiv. Heute hat mich bei allem begeistert, dass die Vielfalt, die wir hier in Darmstadt und Hessen haben, so schön präsentiert wird und man selbst, obwohl man Darmstädter ist, gar nicht wirklich weiß, welche Schätze hier um einen herum sind. Und die Filme à la Bonheur waren eine Wucht. Nach so viel Information genoss man den weiteren Abend mit erlesenen Speisen und erfrischenden Getränken. Für gediegenes akustisches Ambiente sorgte der Pianist Peter Prestaniak. Die Gäste nutzten die Veranstaltung für interessante Gespräche zum Aufbau neuer und zur Festigung alter Kontakte. Außerdem konnten die Besucher einen ersten Blick in die Bücher über die Wirtschaftsstandorte Darmstadt und Hessen werfen. How can you?
Michael Kleitman, der neue Star am Opernhimmel, sorgte für die große Überraschung und den begeisternden Ausklang des Abends. Also die heutige Kundenveranstaltung war wie immer, muss ich sagen, ein besonderes Highlight. Auch heute sind wieder interessante Redner aufgetreten, die viel zu sagen hatten. Er ist gelungen, weil auch viele unterschiedliche Menschen, Institutionen, Unternehmen zusammengekommen sind. Es war kurzweilig in der Präsentation. Sehr überzeugend. Sie hat gezeigt, welche Werte in Wirtschaft und ein Stück weit auch in Wissenschaft Darmstadt zu bieten hat. Komprimiert, klar, präzise, überzeugend. Eine sehr gelungene Veranstaltung. Der Ort war passend zum Produkt. Das Produkt ist wichtig für das Lebensgefühl. Und über das Lebensgefühl werden wir Menschen für diese Region, für unternehmerisches Handeln und Tun begeistern können.